Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die drei Fragezeichen Geheimnis der Schattenhelden. Immer noch mit der Steffi an meiner Seite. Was ist denn jetzt los? Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Schatz. Beim letzten Mal wollten wir mit dem Regisseur Mr. Grigsby sprechen. Der mich übrigens stark an Herrn Manske erinnert. Das ist unser EDV-Techniker auf der Arbeit. Oh, den Namen kenne ich sogar noch. Von dem hast du mir schon erzählt. Ja, zumindest hier, also von Weitem sieht er so aus. Ja, hallo übrigens. Geht's dir wieder gut? Ja, schon. Können wir mit ihm sprechen? Das weiß ich doch nicht. Nein, ich meine, ohne dass du jetzt dazwischen lachst. Ja. Okay, dann wollen wir mal mit Mr. Grigsby sprechen. Ja. Solange Danny uns versetzt, werde ich mich wohl mit Aufnahmen von Taylor begnügen. Ach, das war's schon. Okay. Und wenn wir das Motorrad nochmal anklicken? Schatz, es ist kein Motorrad, es ist die Maschine. Die Maschine, genau. Mhm. Vielleicht haben wir hier drin... Auf diesem Weg kommen wir nicht in den Leuchtturm. Ich will auch gar nicht in den Leuchtturm. Ich will... Doch, achso, wir sollen du willst ja... zu dem toten Briefkasten. Ja, aber... Fragen wir mal Mr. Shaw. Vielleicht hat er ein Fahrzeug für uns, weil der Regisseur blockiert jetzt ja die Maschine. Mhm. Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern im Set gelassen. Ja, aber ich habe die Fernbedienung doch nicht. Hm. Also cute. Also nur weil er sich jetzt an die Maschine lehnt, dürfen wir nicht damit fahren. Justus kann ja auch nicht sagen, könnten Sie bitte zur Seite gehen? Nee. Also da hinten ist ja der abgebildete Leuchtturm, aber wenn ich da draufklicke, gehen sie automatisch zum Set. Das ist also nicht der richtige Weg. Hm. Und das Zelt? Ach, ganz schön im Stress. Ja, das wissen wir. Ich gehe mal in den Wohnwagen nochmal rein. Vielleicht. Waren irgendwo Flaschen rumgestanden oder so? Nee, ne? Weil sie von einer leeren Flasche gesprochen hat, meinst du? Aber nee, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich da irgendwo eine gesehen hätte oder so. Darf ich nochmal in ihren Wagen? Nee. Können wir vielleicht jetzt nochmal das Motorboot anwählen? Vielleicht können wir mit dem Boot dorthin fahren. Nee. Hm. Ich guck hier nochmal. Die Kletterpartie übernehme ich. Ziemlich eng hier. Aber da geht's doch auch nicht zum Leuchtturm. Wo ist denn nun der tote Briefkasten? Hä? Das ist ja der Leuchtturm, glaube ich. Ach, das ist ja nicht die Fernbedienung. Ja, ich wollte ja vorhin einfach nur durch die Tür gehen, aber das ging ja anscheinend nicht. Und jetzt sind wir halt, oh, ich habe oben auf das Fenster geklickt und dann ging's auf einmal. Ich weiß auch nicht. Ja, hier ist die Flasche und da ist die Fernbedienung. Was soll ich jetzt als erstes nehmen? Ich würde erst die Fernbedienung nehmen. Gut. Du wurdest schon vermisst. Spricht der immer mit Fernbedienungen? Naja, es gibt doch Leute, die ihren Pflanzen Namen geben. Da habe ich übrigens einen Kommentar zu abgegeben bei Life is Strange. So, übrigens ein schönes Let's Play von der Steffi an dieser Stelle. So, jetzt schnappe ich mir mal eben die Flasche hier. Das hat Kindergartenniveau. Aber immerhin kennen wir jetzt Dannys aktuelle Adresse. Darf ich das bitte nochmal eben, so schnell konnte ich das eben, ich darf es nicht angucken. Liebe Taylor, sei von mir umschwirrt. Den Schalter darf ich hier übrigens dicht drücken. Dann bringen wir mal Mr. Shaw die Fernbedienung. Bist du gleich in zweierlei Hinsicht fündig geworden, Peter. Und wann kommt dein großer Auftritt, Just? Mr. Grigsby denkt über Planänderungen nach, weil Danny noch nicht erschienen ist. Ja. Jetzt kriegt Justus die Hauptrolle. Und gleichzeitig ist er aber auch der Typ, der praktisch die Beziehung auseinanderbringt. Das ist interessant. Und Baby Fatso. Das auch noch. So, jetzt bringen wir mal Mr. Shaw die Fernbedienung zurück, würde ich sagen. Mhm. Da ist sie. Meine Fernbedienung, super. Ich wünschte nur, Danny wäre da. Um das mitzuerleben. ja, und nun, bitteschön. Jetzt können wir ihn nicht mehr ansprechen. Kannst du die Nebelmaschine anklicken? Wo ist sie denn? Das Teil neben ihm, dachte ich, oder? Nee, das ist einmal der Rucksack unter dieser Kasten, ja, der Koffer. Der Kasten, dachte ich halt. Nee, geht aber nicht. Aber vielleicht sollten wir, wie heißt es, Cyrielle mal die Liebesbotschaft bringen. Taylor. Ja, ja, ist das gleiche. Warum sind eigentlich Leute, die Taylor heißen, im Spiel immer scheiße? Das war bei Life is Strange so, das war bei Alien Isolation so. Ich finde, bisher geht das sogar noch mit ihr. Cyrielle. Mhm. Ja, aber ich überlege gerade, wer war denn jetzt nochmal Taylor bei Life is Strange? Da können wir auch nachher drüber sprechen. Eine Freundin von Victoria. Ah ja, stimmt. Die war komisch, ja. So, ich klicke jetzt mal hier hin. Dieses Schreiben haben wir im toten Briefkasten gefunden. Oh mein Gott, das ist ja voll schräg. Taylor, wir brauchen dich am Set.
Ihr habt's gehört, Jungs. Dann geht sie jetzt weg und wir können in den Wagen? Nee. Ich muss ganz kurz berichtigen, Taylor ist keine Freundin von Victoria, sondern einfach nur eine Schulkameradin. Thema Ende. So. Ja, ist ja okay. Ja, dann gehe ich mal zum Set, wenn sie da... Guck mal, während wir hingegangen sind, ist sie vor uns da. Das geht gar nicht. Eben war sie ja noch im Bild. Wir gehen als erstes hier hin und schon sitzt sie da. Sehr interessant. Ja, jetzt sei mal nicht so. Okay, wir können jetzt alle drei anscheinend ansprechen. Ich gehe mal zu Taylor. Und ja. Bitte. Okay, das ist nur eine Probe. Aber seht mal da. Nebel. Die Gestalt im Nebel sieht aus wie die Dame, von der ich euch erzählt habe. Diese Mission war erst der Anfang, Tiny Mite. Morgen retten wir die gleiche Welt, aber du küsst eine andere. Gegen Gespenster ist kein Blocker gewachsen. Außer uns scheint niemand sie bemerkt zu haben. Den Blick halten! Wir sollten das deinem Vater sagen, Peter. Danke, aus. Wir checken. Heißt das nicht, wir checken aus? Ja. Vor allem... Das kommt bestimmt gut. Herr Shaw oder Mr. Shaw, wir haben da einen Geist gesehen. Das ist natürlich eine super Idee. Würde ich dem also auch sofort was erzählen. Was gibt's? Ist Danny da? 10 Minuten für die Technik. Mr. Shaw, bitte glauben Sie mir, wenn ich sage, dass hier eine fremde Person herumschleicht. Ich weiß nur nicht, ob sie kam oder ging. Okay, Justus, ihr bleibt hier. Ich höre mich um und schaue vorsichtshalber beim Zelt vorbei. Wir Kollegen sehen nach, ob sie zurück zum verlassenen Grundstück gewandelt ist. Justus, ihr hattet recht, da war jemand neugierig. Ich bin der Frau bereits heute Morgen begegnet. Sie hat eine Andeutung gemacht, man solle sie nicht unterschätzen. Ich glaube aber nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Henry, Jungs, leider kommt das Motorrad heute nicht zum Einsatz. Wir ziehen um, Hände... Das war also die ganze Aufregung jetzt mit seinem tollen Job? Ja, und anscheinend ist die Maschine doch als fester Bestandteil eingeplant. Ja. Aber ich verstehe das einfach jetzt mal wieder nicht. Tut mir leid, Spielelogik, da taucht halt eine Frau auf. Die macht nichts, die klaut nichts, die bringt niemanden um. Die taucht auf und geht wieder weg und alle machen einen riesen Wind um diese Tussi. Und ja... Ja, es ist ja nichts verschwunden durch sie, ne? Nee. Ja, komisch. Mal gucken, also sind wir mit dem Auto jetzt eigentlich hergekommen oder was ist das damit? Oder ist das Peters MG? Nee, das ist ja nicht Silber. Nee. Da ist die nette Lady wieder. Vielleicht ist das Auto, ich will wissen, was sie hier zu suchen hatte. Was hast du vor? Sie mit dem Motorrad verfolgen? Echt jetzt? Und was ist mit Danny? Schaltet eure Handys wieder ein. Ich melde mich so schnell wie möglich. Verdutzt sehen Peter und Bob zu, wie Justus zu seiner Maschine sportet und die Verfolgung aufnimmt. Den Vorsprung mache ich noch. Ach du Scheiße! Oh Gott. Vor allem, weil ja Justus auch spurtet. Oh Gott! Superball! Oh, wie schade. Das ist geil. Ich mache das übrigens mit dem Mausklick. Also mit der... Ah, ich klicke mit der Maus. Wow. Ja, ich kriege es ja mit Verzögerung. Also... Ah. Oh, ich mach bestimmt einen Unfall. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus, Schatz. Nein! Doch! Nein! Ah! Oh Gott! Das ist gruselig! Ja, ich reagiere halt immer etwas verspätet, aber... Das wird immer schneller! Ja, das ist wie bei Stranger Things bei dem Spiel, da gab's auch so eine Stelle. Das kommt mir ganz in Form! Da! Du! Deine Geräusche sind super. Das klang auch wie Louis de Finet. Oh. Oh, ja, geil. Oh. First try. Oh, wie ich sowas hasse. Ich dachte, cool. Hey, Hannes ist dabei. Der Schnüffler und der Storch. Ich habe Schnüffler und der Storch gelesen. Aber was macht Hannes also in dem Spiel? Wie es scheint, haben die Insassen des Forts ihren Vorsprung genutzt und sind ausgestiegen. Bevor ich das näher untersuche, werde ich meinen Helm verstauen. So, außerdem benötige ich ein paar Dinge aus meinem Tankrucksack. Okay, wir haben den Helm noch dabei. Was benötigt er denn noch? Weiß ich nicht, der Tankrucksack hat er gesagt, da braucht er was draus, also muss ich über das Motorrad der gehen. Der kluge Mann baut vor. Da.
geiler Rucksack irgendwie. Hier so drum geschlungen. Ja. Mein Handy. Wieder auf Empfang. Okay, wir haben Fahrradschloss mitgenommen. Das war's. Sollen wir vielleicht unser Motorrad abschließen? Ja, dachte ich auch. Aber er labert immer dazwischen. So, ich probier's mal. Muss ich direkt ans Rad? Aha. Ich würde mich interessieren, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, ob es geklaut worden wäre oder nicht. Wäre interessant gewesen. So. So lasse ich mein Motorrad nicht aus den Augen. Muss ich es noch abschließen? Ja, irgendwie. Wahrscheinlich. So, und jetzt? So lasse ich mein Motorrad nicht aus den Augen. Dann muss ich das Schloss abschließen vielleicht, oder? Da? Nee. Kannst du nochmal den Tankrucksack aufmachen und den Helm vielleicht da reinpacken? Oder einfach so. Ja, tatsächlich. Vielleicht muss ich noch ein Foto machen, so wie es aussah. Nein. Kann ich jetzt gehen? Jetzt darf ich gehen. Okay. Also, wir haben hier ein Motel. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Das da hinten ist ja das Auto von der alten Frau, dieser silberne hier. Ja, genau. Hat er gesagt, sie ist ins Motel gegangen oder was hat er gesagt? Hast du auch nicht wirklich mitgekriegt, ne? Nee, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Danke. Toller Hinweis. Ja. Toll, super Tagebuch. Ja, danke. Ich würde schon sagen, dass wir uns auf jeden Fall das Motel mal angucken. Hier kann man sich die Füße sauber machen, die Schuhe. Ja, die Füße auch, wenn du die Schuhe vorher ausziehst. Das tut aber ein bisschen weh. Ja, komm. Ich kann aber nicht ins Motel, also gehen wir mal auf den Parkplatz. Santa Monica, ein grauer Ford. Mir schwant etwas. Sollte Dick uns Perry. Was sagen? Oh, nee, oder? Oh, bloß der nicht. Das ist doch, der wohnt doch in Santa Monica. Der wohnt in Santa Monica, das weiß ich noch. Oh, bloß nicht Dick Perry. Eine Visitenkarte. Ja! Der Ford gehört tatsächlich Dick Perry. Bei seinen Eskapaden wundert es mich nicht, dass er sein Büro verlegt hat, aber wohin? Ich sollte Bob anrufen. Ich find's eigentlich ganz cool, dass er dabei ist. Ich kann Dick Perry nicht leiden. Ich weiß. Calling Bob. Geh ran. Sei nicht so ungeduldig. Dritter. Becherchen. Ja. Jetzt klingelt mein Handy, geil. Ich bin's nicht. Nein, Anpfiff. Ja, ich glaube, ich kann auflegen, oder? Da passiert nichts, oder? Muss ich, ach so. Wo steckst du, Justus? In Santa Monica. Halt dich fest. Der Fahrer war Dick Perry. Dieser Schnüffler, der unsere Erfolge gern für seine ausgibt? Hat er was mit Danny zu tun? Grigsby vermutet, sein Star stecke in einer Staufalle. Na, hoffentlich komme ich gut durch. Bevor du zu Dannys Loft fährst, Bob, kennst du Perrys aktuelle Adresse? Da muss ich passen. Bei seiner Geschäftsmoral hätte ich auf ein Gefängnis getippt. Na schön, dann ermittle ich hier weiter, Peter am Strand und du in L.A. Viel Erfolg, Kollegen. Was verbindet nur die alte Dame und Dick Perry? Vielleicht war Dick Perry die alte Dame, nur verkleidet. Aber aber die Synchro war ja dann doch eher vielleicht weiblich, oder? Ja, das passt. Er war auch eine ganz andere. Hier sind sie ja sehr auf Originalsynchro bedacht und ich glaube, dass die Synchro von Dick Perry noch lebt, bin ich der Meinung. Deswegen. Ja, vor allem Dick Perry, glaube ich, hat nicht so die Fähigkeiten, so geheimnisvoll zu erscheinen und zu verschwinden. Eigentlich nicht, nee. Ich gucke mal, ob ich mir sein Auto genauer angucken kann. Ich hoffe doch. Die Motorhaube ist noch warm. Und der Kofferraum vielleicht? Nee. Die Motorhaube ist noch warm. Mhm. Mehr geht da aber nicht an seinem Auto. Also hier geht auch nichts. Ich gehe mal zurück. Ist hier noch irgendwas auffällig? Kann ich den Vogel anklicken? Ich glaube kaum, dass ich Perry auf Dauer ein Motel leisten kann. Ach so. Können wir zum Jahrmarkt? Solange ich keinen Hinweis habe, dass Perry sich am Pier aufhält, spare ich mir den Weg. Vielleicht an unserem Motorrad war da schon. Kannst du den Typ da anwählen, den mit der weißen Fliege oder dem weißen Kragen oder was das ist? Da hinten? Solange ich keinen Hinweis habe, dass Perry sich am Pier aufhält. Nee, den rechts neben dem Schild. Ich sehe weder Perry noch die alte Dame. Nee, auch nicht. Die Schuhputzmaschine kannst du auch nicht anwählen. Ich glaube, vielleicht kommt Perry zurück? Das hat er jetzt gesagt, als ich...
den Parkplatz. Also ich habe sein Auto nochmal angeklickt. Ja. Dann sagt er, vielleicht kommt Dick Perry zurück. Kannst du nochmal die Visitenkarte dir angucken? Die könnte ich theoretisch jemandem geben, aber also angucken nicht. Wir können uns für Dick Perry ausgeben und dann irgendwie Scheiße bauen. Ja, aber ich komme jetzt hier gerade nicht weg. Also ich muss... Ich finde gerade kein anderes Bild, wo ich hin könnte. Vielleicht... Ich glaube... Solange ich... Ja, ich glaube, ich muss ja versuchen, irgendwo hinzuklicken. Nochmal telefonieren? Oder muss ich wechseln zu einem anderen Fragezeichen, weil wir hier nicht weiterkommen? Die Farbe zeigen dir... Ja, danke schön, das weiß ich auch. Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich mein Handy nochmal benutzen? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Nö, will er nicht. Schlüssel? Kann ich wegfahren? Auch nicht. Solange ich keinen Hinweis habe, dass Perry sich am Pier aufhält, spare ich mir den Weg. Ja, und wo soll ich jetzt hin? Die ganzen Autos kannst du auch nicht anwählen, ne? Ich versuch's doch mal. Vielleicht kommt Perry zurück? Es klingt aber gut. Ja, vielleicht kommt Perry zurück. Ja, aber was bringt mir das denn jetzt? Wir warten einfach mal eine Stunde und... Genau. Wie kann Justus am Pier Ausschau halten, ohne einen längeren Weg in Kauf zu nehmen? Welchen technischen Hilfsmittel hat er dabei? Ja, sein Motorrad? Kannst du dein Handy mit dem Auto verwenden? Warum? Wieso? Filmen, fotografieren, was auch immer. Zoomen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er muss einfach dahin fahren. Aber er will nicht zu seinem Motorrad. Ich glaube, dass es was mit dem Telefon zu tun hat. Weil normalerweise, wenn du das Telefon anwählst, telefoniert er. Aber jetzt kannst du es halt auswählen und mit irgendwas benutzen. Ja, meinst du, ich soll ranzoomen vielleicht zum Pier? Ah! Die Observation kann beginnen. Also hier ist jemand, der malt gerade. Ja. Da steht eine Frau am Pier. Die sieht irgendwie auffällig aus. Warum auch, weiß ich auch nicht genau. Finde ich nicht so sehr. Was haben wir denn noch? Die hier vorne, ja, da hinten einer mit Hut. So auffällig ist es jetzt auch nicht, ne? Ah, ich weiß nicht. Kannst du mal die... Entschuldigung, ja? Nochmal zurück? Die Bilder anwählen oder so? Naja, ich kann ja nur gucken gerade, ja, ne? Ja, ich habe gedacht, vielleicht sagt er was dazu. Was ist das was denn? Das ist Zigarettenrauch oder sowas, nee. Nee, das war... Da hat jemand ein Foto... Justus hat ein Foto geknipst und dann ist es zusammengefallen. Okay. Yellow Buddy, Green Menace, Red Dragon und irgendwas im Wonder. Das sind Cocktails. Ah, okay. Hat der eine Kamera da gehabt, da? Da hinten am Geländer vielleicht? Vielleicht, aber ich glaube, das wäre dann auffälliger, oder? Weiter kann ich nicht nach rechts. Dann vielleicht nochmal zu dieser Cocktailbar zurück, genau. Also hier war ja eben gerade auch dieses gelbe Teil, ja, da. Aber mehr kann ich hier auch nicht... Ich kann hier nichts anwählen, ich kann nur gucken. Vielleicht passiert auf dem anderen Bild jetzt irgendwas. Ah, ich kann auch nach links noch vom Ausgangspunkt aus. Moin. Das soll Dick Perry sein, nee. Nee, glaube ich nicht. Aber, das stell ich mir ganz anders vor. Aber er hat uns gesehen und in die Kamera gegrüßt. Hat gegrüßt, ja. Es ist aber nicht Danny, ne? Glaube ich auch nicht. Ja, eher als Dick Perry. Ja, Dick Perry ist auf jeden Fall schon etwas älter. Da geht's nicht weiter. Das ist der Typ bestimmt weg. Jetzt ist er weg. Ja, der ist weg, genau. Jetzt haben wir da so einen Rastermann. Warum? Da wird uns doch einer verarschen. Die Leute, ja eben. Ich glaube, das ist immer der gleiche, der uns nur verarschen will. Ich gehe nochmal lang. Gucken. Oder ob das immer andere Leute wieder sind. Ja, das sind auf jeden Fall unterschiedliche, also... Aber es muss ja einen Grund haben, dass er jetzt von den Leuten Fotos macht. Kommt noch mehr? Ich glaube, das war's jetzt. Aber warum... Mehr kommen jetzt anscheinend nicht. Aber wenn er jetzt am Pier, Vogel. Wenn er jetzt am Pier oder über Zoom am Pier Fotos macht,
Hat er dann überhaupt noch im Blick, was an dem Auto passiert? Das ist eine gute Frage. Ich gehe noch einmal zurückgucken. Ja. Und wenn nichts mehr passiert, dann gehe ich mal raus aus der Kamera. Ah! Okay. Ja. Kommen jetzt hier andauernd irgendwelche wahllosen Leute oder? Ich gehe mal zurück, oder? Ja. Nee, halt. Nein. Nein. Ja gut, dann gucken wir noch ein bisschen weiter, weil eigentlich ist die Folge jetzt vorbei, aber ich will... Ja. Wie viele Leute kommen denn da jetzt noch? Ist das bald gleich mal vorbei? Oder muss ich irgendwas machen? Da ist er. Das ist doch Dick Perry, oder nicht? Bestimmt. Tatsächlich. Dick Perry. Ich sollte mich ranhalten. Okay. Ganz schön. Ja, das war schwer, das Rätsel. Ob ich Dick Perry noch erwische? Ja, Dick Perry werden wir dann praktisch im nächsten Part verfolgen. Ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Ich auch. Und was er dann zu sagen hat. Bis dann. Ja. Jo, tschüss. Tschüss.